Michael Lockwood, der Ex-Mann von Lisa Marie Presley, äußert sich erneut zum tragischen Verlust seiner früheren Frau und spricht auch über die hinterbliebenen Zwillinge Finley und Harper. Nach einem ersten Statement kurz nach dem Tod von Lisa Marie Presley, 54, hat sich ihr Ex-Mann Michael Lockwood, 61, nun ausführlicher zu dem tragischen Verlust geäußert. Auch über seine 14-jährigen Zwillingsmädchen Finley und Harper Lockwood, die nach dem plötzlichen Tod der Mutter schwer traumatisiert zurückgeblieben sind, spricht der Musiker. Michael Lockwood erschüttert. Nichts hat uns vorbereitet. Wir sind alle erschüttert vom plötzlichen Tod von Lisa Marie Presley, der Mutter meiner beiden wunderschönen Zwillingstöchter Harper und Finley, erklärt Lockwood gegenüber dem US-Magazin People. Nichts hat uns auf so eine unerwartete Tragödie vorbereitet. Es ist nicht zu verstehen. Das Wichtigste für mich in dieser Zeit ist, mich um meine Töchter zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie sich immer sicher und geliebt fühlen. Finley und Harper haben einen unglaublichen Geist. Weiter sagt der 61-Jährige über die Zwillingsmädchen. Beide haben einen unglaublichen Geist, und sie werden das Erbe unserer Familie für den Rest ihres Lebens weiterführen. Seit ihrer Geburt haben Finley und Harper mir tiefe Freude bereitet, und ich bleibe ihnen treu ergeben. Wir bitten um Privatsphäre in dieser unglaublich schwierigen Zeit. Graceland wird Lisa Marie Presleys letzte Ruhestätte. Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis Presley, 42, erlitt am Donnerstag, 12. Januar 2023, nur zwei Tage nach ihrem Besuch bei den Golden Globes, einen Herzstillstand, an dessen Folgen sie starb. Sie hinterlässt neben ihren drei Töchtern Riley Keough, 33, Harper Lockwood und Finley Lockwood auch ihre Mutter Priscilla Presley, 77. Am Sonntag, 22. Januar, soll Lisa Marie Presley auf dem berühmten Anwesen Graceland im Rahmen einer öffentlichen Trauerfeier beigesetzt werden.